ich bin der Markus von Spiel programmiert und ich bin jetzt hier beim Stand vom TGM. Ich spreche jetzt mit der Sabine. Okay, Sabine, was machen wir so? Am TGM selber oder? Ja. Ja, also es gibt verschiedene Richtungen wie Netzwerktechnik zum Beispiel, Elektronik oder das Ganze eher auf Informatik, also technische Informatik. Lernen wir genauso programmieren zum Beispiel oder verschiedene Betriebssysteme oder wie Strom allgemein funktioniert in die Richtung. Ja. Beim Programmieren lernt man auch, wie man Spiele programmiert. Nein, also direkt Spiele nicht. Okay, wie viel würde das jetzt kosten? Die Ausbildung am TGM ist eigentlich gratis. Einfach nur einen kleinen Unkostenbeitrag wie für das Kopierpapier, aber das hat wirklich jeder schon. Was gibt es für Voraussetzungen oder braucht man irgendwelche Vorkenntnisse? Vorkenntnisse braucht man eigentlich nicht. Gibt es eben ab 15 eine höhere Schule, dauert dann 5 Jahre oder eben zum Beispiel College. Da braucht man dann entweder eine Matura dazu oder eben eine abgeschlossene Fachschule. Oder es gibt das Ganze auch in Abendschulform, also eigentlich Voraussetzungen braucht man keine. Okay, Wiedersehen, danke für das Interview. Danke.